Ein Thema, über das keiner gerne spricht, aber es gehört halt dazu. Stürzen. Was ist die Versicherung für eure Knochen, wenn es mal schief geht? Eine gut eingestellte Bindung. Und darum kümmern wir uns jetzt. Damit eure Bindung wirklich so auslöst, dass ihr nicht entweder dauernd rausfallt oder schlimmstenfalls eben sie auch dann noch zu ist, wenn das Bein schon gebrochen ist, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Das eine ist die richtige Einstellung der Sohlenlänge, dass euer Skistiefel hier genau reinpasst und auch mit der richtigen Kraft angedrückt wird. Das ist wichtig, stellen wir gleich ein. Und die sogenannten Z-Werte, also die Kraftwerte, mit denen die Bindung belastet werden kann, um dann gezielt zu lösen und euren Skistiefel freizugeben. Das wird einmal am Vorderbacken eingestellt und einmal am sogenannten Fersenautomaten. Fehlt also irgendwie ein Detail, nämlich der Skistiefel. Auf dem steht drauf, wie lang die Sohle ist. Das ist hier bei dem Stiefel an der Ferse vermerkt, 338 mm Sohlenlänge. Und je nach Bindungssystem kann ich das auf verschiedene Weise einstellen. Bei dieser Bindung hier ist das relativ lässig gemacht. Da kann ich nämlich die Automaten komplett runternehmen. Die dann auf die richtige Länge einstellen. Hier ist eine Skalierung drauf. Hier 335 bis 354, das heißt, der muss hier hin. Und hier hinten ist die Skalierung auch drauf. Die seht ihr jetzt nicht, weil die zeigt gerade zu mir. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass die stimmt. Jetzt habe ich grundsätzlich die richtige Sohlenlänge, aber noch lange nicht den richtigen Anpressdruck. Jetzt setze ich mal hier probeweise meinen Skistiefel ein. Ich sehe schon, das ist hier offensichtlich relativ eng. Mal kurz ein bisschen Druck drauf. Keinen Schreck kriegen, das knallt. Und dann haben die allermeisten Bindungssysteme einen Indikator, der mir zeigt, ob der Anpressdruck auf den Stiefel stimmt. Das ist bei diesem System diese Schraube hier. Irgendwo ist immer so eine Kerbe oder Nase und die muss dann fluchten. Also hier ist es hier, bei anderen Bindungssystemen ist es hier ein kleines Sichtfensterchen irgendwo. Wenn man die Bindung aufmerksam absucht, sieht man einen Indikator, der sich verschiebt, wenn ich an dieser Schraube drehe. Das ist nicht die Z-Werte-Schraube, die ist hier oben. Das ist diese hier. Das hier ist die, sieht man ja auch, die den ganzen Schlitten nach vorn und hin fährt. Die richte ich jetzt so ein, dass das hier genau auf Flucht sitzt. Wie gesagt, das ist von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Bei diesem ist es so. Es gibt auch Hersteller, da ist die Einstellung für die Sohlenlänge so granular, so fein eingerichtet, dass die darauf verzichten. Das heißt, da richte ich die Sohlenlänge ein durch die Distanz der beiden Automaten und dann stimmt der Anpressdruck auch. Das gibt es auch. Aber sucht mal, wenn ihr das denn machen müsst oder wollt, ob hier irgendwo ein Indikator ist, der sich beim Einsetzen des Skischuhs verschiebt. Meistens ist das irgendein Näschen oder sogar ein Sichtfensterchen. Somit stimmt schon mal der Anpressdruck, die Kraft, mit der meine Sohle auf der Bindung gehalten wird. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Z-Wert. Und das ist dann nochmal ein ganz weites Thema. Dazu braucht man nämlich jetzt zunächst mal eine Tabelle. Die ist auch gar nicht so kompliziert. Es geht um die Sohlenlänge des Skischuhs. Denn das ist der Hebel, mit dem später das ganze System Ski auf meine Knochen einwirkt. Die Sohlenlänge ist hier in verschiedenen Bereichen angegeben, bis 250 mm, also quasi Kinderschuhe. Da gebe ich übrigens gar keine Z-Werte-Empfehlung für raus. Kinder müssen vom Fachmann und mit der Maschine eingestellt werden, die Bindung. Ich bin im Bereich lange Sohle, größer als 331 mm und dann gehe ich runter, bis ich in der Zeile bin, wo meine Körpergröße und mein Gewicht abgetragen ist. Ich wiege bei einer Körpergröße von 188 cm, 90 Kilo. Ich bin genau in dieser Zeile und dann lande ich hier bei einem Z-Wert von 5,5. Das wäre der Norm-Z-Wert nach dieser ISO-Tabelle für meine Sohlenlänge, meine Körperlänge und mein Gewicht. Wäre ich sehr viel leichter und würde vielleicht nur maximal 78 Kilo wiegen, dann würde ich diese Zeile höher rutschen. Das heißt, ich nehme immer den etwas niedrigeren Wert. Bei mir passt das aber. 5,5. Für sportliche Fahrer geht man um eine Zeile nach unten, für sehr sportliche Fahrer sogar zwei Zeilen nach unten. Und für Fahrer über 50, und das bin ich leider,
geht man dann wieder eins nach oben, einfach weil die Knochen im Alter etwas morscher werden. Das heißt, der für mich rechnerische Wert als sehr sportlicher Fahrer über 50 wäre 6,5. Und das ist auch tatsächlich das, was ich jetzt auf meiner Bindung einstelle. Diese Einstellung erfolgt hier. Da ist ein Sichtfenster und hier oben ist eine Schraube. Die ist bei jedem Automaten ein bisschen an einer anderen Stelle, aber es ist immer die Schraube, die dafür sorgt, dass hier dieser Indikator in diesem Fenster sich verändert. Jetzt habe ich die 6,5 hier eingestellt. Hier vorne ist sie mir auch ein bisschen zu stramm eingestellt. 6,5. Kritisch ist es, wenn ihr an die Grenze des Einstellbereichs kommt. Diese Bindung hier hat einen Z-Wertebereich bis 12. Und hier ist es schon ab 9, 11 ist es hier auch schon rot markiert. Das heißt, an den oberen Ende des Einstellbereiches sollte man nicht gehen. So, wir haben einen Z-Wert aus der Tabelle. Wir haben eine Bindung und wir haben das anhand mit einem Schraubenzieher und anhand dieses Sichtfensters korrekt eingestellt. Das ist eine ISO-Normtabelle. Das ist zertifizierte Schutzausrüstung. Das gibt einem erstmal Sicherheit. Die trügt ein bisschen in meinen Augen, denn es gibt durchaus Abweichungen von den Werten, die hier eingestellt sind und den Werten, die tatsächlich rauskommen. Deswegen meine dringende Empfehlung, lasst in einem Fachgeschäft die Bindung mal überprüfen, ob der Wert, den ihr eingestellt habt, auch der ist, den die Bindung tatsächlich hat. Da kann es zur Abweichung kommen. Das hat manchmal Gründe der Alterung. Zum Teil sind diese Bereiche hier sehr klein. Bitte, bitte lasst das einmal überprüfen, sonst denkt ihr nämlich, ihr seid todsicher eingestellt und am Ende tun euch doch die Knochen weh. Das wäre sehr schade. Das war jetzt wieder sehr viel mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich will euch keine Angst machen. Habt Spaß beim Fahren, ride safe und mit einer gut eingestellten Bindung fällt das einfach deutlich leichter. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch für unseren YouTube-Channel. Abonniert den Kanal, wir bringen immer wieder Neuigkeiten und wollen euch gerne bald hier wiedersehen.